Zu Beginn des Predigttexts schreibt Paulus, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Paulus vergleicht die christliche Gemeinschaft mit einem menschlichen Körper, der ganz unterschiedliche Gliedmaßen hat. Die Füße, die Hände, die Arme, auch der Kopf, alle gehören zu einem und demselben Körper. Der Körper, dieser einzigartige Mensch, lebt nur, weil er so viele Gliedmaßen hat, weil er so viele verschiedene Gliedmaßen hat. Und nur, weil er so unterschiedliche Gliedmaßen hat, kann er überhaupt so viel tun. Jedes einzelne Körperteil kann ganz bestimmte Dinge ganz besonders gut und erfüllt einen bestimmten Zweck. Die Hände können greifen, Füße laufen, der Mund sprechen. Die Gemeinde, um die es Paulus hier geht, braucht genauso wie der Körper eines Menschen, besteht genauso wie der Körper eines Menschen aus ganz verschiedenen Gliedern, aus ganz verschiedenen Menschen. Menschen, die ganz unterschiedliche Begabungen, Vorlieben, Interessen haben. Genauso wie bei dem menschlichen Körper, den Paulus hier beschreibt, kann man manchmal gar nicht glauben, dass so viele verschiedene Menschen wirklich zusammenarbeiten können, dass diese vielen verschiedenen Menschen zusammen was erreichen. Aber so schön es auch ist, manchmal ist es gar nicht so einfach, in so einer Gemeinschaft zu sein, in der es so viele unterschiedliche Menschen gibt. Da gibt es die einen, die am liebsten den ganzen Tag nur moderne, neue Lieder singen, und da gibt es andere, denen gerade die alten, die vertrauten Lieder aus dem Gesangbuch wichtig sind. Da gibt es welche, für die der Gottesdienst um 9.30 Uhr mitten in der Nacht ist und die am liebsten Gottesdienste abends um 18 Uhr hält. Und da gibt es welche, die sind es gewohnt, früh aufzustehen und die hätten auch nichts dagegen einzuwenden, sich um 8:30 Uhr zu treffen. Wo viele Menschen zusammenkommen, da gibt es immer verschiedene Ansichten, Vorlieben und Wünsche. So war es damals in der Gemeinde in Rom und so ist es heute auch noch. Aber viel wichtiger als das ist doch die Frage, ist das wirklich das Entscheidende? Ist es das, was am Ende eine Gemeinschaft ausmacht? Ist eine christliche Gemeinschaft nur dann gut, wenn alles genauso läuft, wie ich mir das so vorstelle? Gibt es nicht etwas anderes, etwas Entscheidendes, etwas, das Christen in ihren Gemeinden, ja eigentlich noch darüber hinaus, in der ganzen Welt miteinander verbindet? In dieser Situation schreibt Paulus, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Paulus spricht von der Liebe, die in der Gemeinschaft spürbar sein soll. Eine Liebe, die größer ist als die eigenen Vorstellungen, die eigenen Wünsche, die eigenen Ansichten. Eine Liebe, die die Menschen in der Gemeinde, egal wie unterschiedlich sie sind, verbindet. Hört sich jetzt gut an, aber trotzdem, wie soll denn das gehen, habe ich mich gefragt. Woher soll ich denn diese Liebe nehmen, wenn in mir gerade in diesem Moment nur Zorn und Enttäuschung ist? Wie soll ich denn mit anderen Menschen liebevoll umgehen, wenn sie doch so ganz andere Vorstellungen haben von den Dingen als ich? Paulus erwartet von den Menschen nichts Unmenschliches. Er erwartet nicht, dass sie diese Liebe irgendwie irgendwo aus sich selbst herausholen, weil er weiß, dass sie das gar nicht können. Paulus spricht davon, dass es jemanden gibt, der uns all seine Liebe schenken will, damit wir sie spüren und damit wir sie weitergeben. Paulus spricht von Christus, dem Sohn Gottes, der ganz genau weiß, wie unterschiedlich wir sind, der all unsere Vorstellungen, unsere Wünsche kennt und uns eigentlich genau deswegen liebt, weil wir so unterschiedlich sind, weil
Glieder eines Menschen durch den Leib zusammengehalten werden, so will auch Christus uns in all unserer Verschiedenheit zusammenhalten. So wie bei einem Körper der Leib das Zentrum oder auch der Mittelpunkt der einzelnen Gliedmaßen ist, so will Christus auch der Mittelpunkt in unserer Gemeinde sein. Das Zentrum, von dem aus wir neue Kraft und Liebe erfahren, die wir dann weitergeben können. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Er schreibt dies, weil er weiß, wie schwierig es ist, in aller Verschiedenheit zusammenzuleben. Gerade weil er weiß, dass wir diese brüderliche Liebe nicht aus uns selbst herausholen können. Paulus schreibt das, weil er hofft, dass wir bei allen Unterschieden nicht vergessen, dass wir doch zusammengehören, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir nicht vergessen, dass wir Geschwister im Glauben sind. Paulus schreibt es, damit wir erkennen, dass es Jesus Christus ist, der uns trägt und der uns zusammenhält über alle Unterschiede hinweg. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Amen.